und herzlich willkommen zur letzten Folge von G.com/YT. Mein Name ist Bayer Kim und ich habe meinen Kameramann endlich mal zerren können, hier vor der Kamera zu erscheinen. Ricardon, komm mal rüber. Hallo, wir haben einiges vollbracht, oder? Ja, das stimmt. So, also, wir sind heute hier zu zweit und zwar machen wir heute die Auflösung des Gewinnspielvideos. Das heißt quasi jetzt, wenn wir den Gewinn erzielen. Aber das Modus ist jetzt mal ganz anders. Kannst du das mal ein bisschen erläutern, was wir jetzt vorhaben? Ja, also wir werden heute 5 Leute raussuchen, die wir schon aufgeschrieben haben. Und davon wird halt ein Gewinner gezogen. Es sind 5 Leute, die teilweise die richtige Antwort gegeben haben und teilweise auch Kritik dazugegeben haben zu dem Video. Und ja, da wir leider nicht so viel Resonanz bekommen haben von ganz vielen anderen, also da wir nicht so viele Klicks und viele Views haben, haben wir leider jetzt nur 5 Teilnehmer. Ja, und weiteres wird euch jetzt Bayern Kim erklären. Okay, also wir haben es so vor, wie er schon gesagt hat, wir werden einen Gewinner ziehen, aber wir machen jetzt wirklich sehr zufallsprinzipiell. Das heißt quasi zuerst, wenn wir die 5 Namen alle auflisten, die haben wir nämlich schon am PC alle aufgelistet, den werden wir zufällig eine Nummer ziehen. Das heißt quasi, die bekommen eine ungeordnete Nummer, also eine Nummer, also eine Dreienfolge. Und dann ziehe ich, also er zieht die Nummern und ich ziehe halt den Gewinner, die Gewinnernummer. Derjenige, was kann er nun gewinnen? Das haben wir schon, glaube ich, 3-4 Mal gesagt, oder? Was kann er denn natürlich gewinnen? Sag es, sag! Ja, der Gewinner, der gewinnt ein exklusives Shirt von unserer Sendung mit allen Unterschriften der Let's Player. Und Gronkh. Wir müssen gucken hier oben, Gronkh! Genau, ja. Gronkh haben wir auch noch bekommen. Klasse, dass jeder unterschrieben hat. Wir bedanken uns auch bei allen Let's Playern. Es war wirklich eine harte Arbeit, da rumzulaufen. Wie schön, ja, das Fee betonen würde mit blasig, ne? Genau. Wie Fee es gesagt hat, blutig und blasig haben wir uns gelaufen. Und ja. Ja, was wir noch sagen möchten, wir werden die Folge, also alle Folgen natürlich drin lassen und wir werden nächstes Jahr uns prinzipiell nur auf Interviews beschränken, weil die Interviews kamen besser an als die Folgen und dafür, anstatt die Folge, machen wir ein Tagebuch, das heißt quasi, wir gucken mal, wie wir uns in den Messen verlaufen werden und wen wir da noch anders treffen, außer unseren Interviewgästen und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr mehr aus den Interviews rausholen können, 10 bis 15 Minuten sollte das sein oder behalten und ja, dann gucken wir mal, dass wir noch ein Gewinnspiel machen, dass wir dann mehr Shirts dann bekommen. Richtig. Und dann können wir mehr Gewinner rausholen. Ne? Ihr solltet auch was von dieser Sendung haben, weil ich bin froh, dass ich Kritik bekommen habe. Ne? Dann würde ich mal sagen, der liebe Pierre holt jetzt mal die Namensliste. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar haben wir hier die 5 Kandidaten und ich werde die mal, oder er wird sie mal lieber aus der Reihenfolge vorlesen. Ja, zum Gewinn stehenden Namen sind einmal Sido572, MarcelX33, Luca39475, mein Gott haben die Namen, AeroEngineMaster07 und den Schreibtischfighter. So, dann gehe ich schon mal gleich nach vorne zur Kamera. Jetzt seht ihr mich nur noch. Hier seht ihr schon mal die goldene Schüssel. Goldene Schüssel. Ich rotiere noch mal kurz. Und der liebe Ricalon zieht jetzt erstmal eine Nummer zu Sido572. Ziehe. Und was hast du nun für eine Nummer? Ich guck mal rein. Und die Nummer ist die Nummer 4. Er kriegt also die 4. Also würde ich mal in Klammern setzen, die 4. Damit ist diese Nummer vernichtet in den Mülleimer. Also, Sido hat die 4. Jetzt ist der Marcel dran. Ich wette mit dir, er kriegt die 3. Das wäre jetzt nicht ungewöhnlich. Schade, er hat die 2 bekommen. Zeig mal das bitte mal in der Kamera. Der ist der Beweis, 2. Und diese Nummer ist jetzt auch vernichtet. Jetzt haben wir 5. Also, Sido hat die 4 und der Marcel hat die 2. Jetzt ist der Luca dran. Die goldene Schüssel wählt einen aus. Und er hat die 3. Wir schauen noch mal kurz die Kamera. Ja, da ist die 3. Er hat die 3. Und die ist jetzt vernichtet. Ich würde mal schreib mal kurz die Nummern in Klammern, sonst werden hier die Leute misstrauisch. Der Sido hat die 4, der Master hatte die 2 und der Luca hat die 3. Jetzt kommt der Aero Engine Master 07.
Oh, es sind nur noch zwei Nummern, da kann nicht mehr viel sein. Ja. Naja, wir schauen einfach mal. Wir warten ab, was er jetzt bekommt. Und er bekommt... Und er bekommt die 5. Zeig dir das in die Kamera. Und damit ist die 5 auch vernichtet. Ja, da kann ja nur noch eine Nummer sein und die ziehe ich jetzt mal. Er hat nämlich die 1. Er sieht es und ihr seht es auch. Da ist die 1 und damit ist auch sie vernichtet. Also, jetzt haben wir die Nummern nämlich schon. Sido hat die 4, Marcel hat die 2, Luca hat die 3, der Aaron Engine Master hat die Nummer 5 und der schreibt sich heute die Nummer 1. Und jetzt haben wir hier noch 5 weitere Zettel. Halt mal kurz das Mikro. Ja. So. So, jetzt muss ich nämlich eine Nummer ziehen. Also rühre die goldene Schüssel, die goldene Schüssel. Und dann würde ich mal sagen, dann zieh ich mal. Hoffentlich wählen wir einen guten. Und zwar, glaube ich, habe ich einen schon gezogen, aber ich glaube, ich bin misstrauisch. Lass es nochmal richtig rotieren. Ich mache es euch spannend. Ich nehme, glaube ich, mal diese Nummer hier. Ich glaube, der ist der Gewinner. Dann gucken wir mal nach und mach mal auf, bitte. Ich will den kein Herz wehtun. Wer könnte es sein? Welche Nummer? Wer ist es? Und es ist. Wir machen es spannend, aber. Es ist die 5. Aaron Master 07 hat gewonnen. Er hat das Shirt gewonnen. Ja. So, Aaron Angel Master 07, du bist der Gewinner. Ein Applaus für ihn. Jetzt diabolischen Applaus noch hinterher. Und jetzt, was haben wir für dich? Das Shirt kriegst du auf jeden Fall. Du musst dich jetzt über meine PN, also über meinen YouTube-Account melden. Also YouTube/User/Bayernkey. Oder du kannst dich über Facebook, da wird er auch nochmal unten verlinken können. Und zwar hier. Und zwar facebook.com/Bayernkey. Da kannst du mich auch über eine PN anschreiben für deine Adresse. Und dann werde ich dir das Paket schicken. Du hast 2 Wochen Zeit. Wenn du in den 2 Wochen dich nicht meldest, kriegt das denn jemand anderes, dann machen wir halt den zweiten. Dann bestimmen wir mal den zweiten. Ich ziehe schon mal den zweiten. So, ich habe jetzt irgendeine Nummer jetzt genommen. Und die zweite wäre die Nummer 1. Das wäre der Schreibtischfighter. Also hier, damit du siehst, Schreibtischfighter, du bist die Nummer 2. Wenn sich Aaron Engine Master 07 sich nicht meldet, wird natürlich die Nummer 1. Und zwar der liebe Schreibtischfighter das Shirt bekommen. Also versuchen wir mal das Glück und warten ab die 2 Wochen. Ihr kriegt auf jeden Fall das Paket dann mit meiner Adresse. Sonderwünsche, wie Autogramm von uns beiden, ist auf das Shirt drauf. Und wenn ihr das, nochmal auf dem Blatt haben willst, mit freundlichen Grüßen, mit deinem persönlichen Namen, machen wir das auch, ne? Würde ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt für die Sendung. Danke für das Feedback. Danke für Daumen hoch, Daumen runter, weiß ich was alles, ne? Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns in meinen Let's Plays wieder. Und bei ihm auch. Er macht nämlich jetzt auch einen zweiten Kanal, hat er offen. Den 24 Hour Studios Kanal. Sorry, ich habe den Namen jetzt vergessen. Verlinken wir auch alles unten. Er verlinkt das alles. Oder ihr seht hier das Bild von seinem letzten Gameplay. So machen wir das, glaube ich. Da seht ihr jetzt ein Bild. Nehme ich jetzt genau da. Und dann seht ihr nicht mehr auf sein Gesicht. Sein Gesicht seht ihr nicht mehr. Sondern sein letztes Gameplay von Slender. Ich glaube, ihr habt das wirklich in der Hose gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Ne, und ja, zu meinen neuen Kanalinfos, also zu meinem neuen Konzept, zu meinem Kanal, werdet ihr in übernächster Woche vielleicht ein Video sehen können. Da werde ich euch aus euch alles erklären, was ihr über meinen Kanal Neues erfahren könnt. Ihr habt viele neue Überraschungen, habe ich für euch vor. Und eins kann ich schon mal sagen, es gibt eine Art Podcast. Darauf könnt ihr euch schon mal fixieren. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und ciao. Hast du noch irgendwelche letzte Worte zu sagen? Ja, ich möchte mich auch nochmal herzlich bedanken bei allen, die da mitgewirkt haben und auch bei allen Zuschauern, auch für die konstruktive Kritik mancher Leute. Ja, und von mir dann auch vielen Dank und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.